Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Postfolge heute am Mittwoch. Nachher kommen natürlich auch noch die Update-News und wie Star Stable schon bekannt gegeben hat, wird heute so ein bisschen... Ja, der Geburtstag von Star Stable eingeläutet. Meine Kamera spinnt heute irgendwie. Also nicht die Webcam, sondern die SSO-Kamera. Die zappelt so hin und her. Ganz komisch. Ja, denn SSO hat irgendwann, glaube ich, in der ersten Oktoberwoche Geburtstag. Und ja, ich bin gespannt. Es gab so ein Mosaikbild in Anführungsstrichen, wo meiner Meinung nach ganz, ganz klar ein Streifenhörnchen drauf zu sehen war. Als Hinweis auf das Update. Ihr seht, meine Kamera zappelt rum. Ja, ich bin gespannt, was kommt. Vielleicht ein Spiel, vielleicht eine Quest. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall neugierig. Wie gesagt, die News kommen nachher noch. Die Folge zum Update wird dann morgen kommen. Mal gucken, wie viele Folgen das Ganze füllt. Und ich rede heute irgendwie komisch. Gut, ich mache mal den Anfang. Hier sind ein paar Briefe geöffnet. Das liegt daran... dass hier eine Geschichte geschrieben wurde. Zwei Teile davon habe ich gelöscht, weil das gedoppelte Teile waren. Ich hoffe, ich habe die richtigen gelöscht. Ich habe den längeren Teil habe ich drin gelassen. Ich hoffe, das passt alles so. Ich bin gespannt, bevor wir aber mit der Geschichte starten, wo jetzt übrigens dann hier oben Teil 1 ist, kommen wir jetzt erstmal noch schnell zu dem Brief von der April Winterday. Winterday ist ein sehr, sehr schöner Nachname, sehr cool. Die April schreibt, Hi Dina, ich bin ein großer Fan von dir und hab dich mega lieb. Deine Videos sind die besten. Bitte hör nie auf, Videos zu machen und bleib so, wie du bist. PS, liebe Grüße an dich, Fabi und deine Pferde. PSS, kannst du vielleicht meine Freundin Doris Geibel, Celine grüßen? Alles Gute, deine April. Erstmal vielen, vielen lieben Dank dir. Ich gebe mir auf jeden Fall die größte Mühe, wirklich so zu bleiben, wie ich bin. Ich habe tatsächlich jetzt... Von einem Freund bin ich darauf angesprochen worden, der mein Piercing-Video auf meinem Vlog-Kanal gesehen hatte. Der da geschrieben hatte, dass er es herrlich findet, dass ich mich so verwuschelt am Morgen direkt nach dem Aufstehen gefilmt habe, weil er einfach gesagt hat, dass das einfach zeigt, wie ich bin. Und das ist einfach auch das, wie ich sein möchte. Ich will mich nicht verstellen, ich will einfach... mich zeigen können, wie ich bin, es sei denn, ich komme gerade total verwuschelt aus der Dusche und habe gerade nicht unbedingt den Drang, euch mit Augenkrebs zu segnen. Aber ich will einfach immer so ich selber bleiben, weil mir schreiben immer total viele echt liebe Worte, wo ich dann immer denke, ja, es liest sich alles total toll und ich bin dann immer mega happy. Aber viele heben mich immer, das ist jetzt nicht negativ gemeint, dass ich sage, viele heben mich auf so ein Podest, aber ich sehe mich eigentlich überhaupt nicht so auf dem Podest, weil mein Gott, ich bin eine Spielerin wie jede andere, die halt Videos davon macht, wie sie spielt und dabei ein bisschen Blödsinn in die Kamera labert. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Übrigens habe ich überlegt, ob ich die Kamera oben vielleicht rund mache. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wird jetzt vielleicht demnächst, also ich werde jetzt nochmal was von Albion zeigen, weil wir da, das kann ich schon mal erzählen, einen gesponserten Auftrag bekommen haben. Und da denke ich, werde ich mal eine runde Facecam testen, wenn ich das dann hinbekomme. So, vielen, vielen lieben Dank, die liebe Grüße auch an dich zurück, April, und viele liebe Grüße natürlich auch an die Celine, aka Doris Geibel. Viele liebe Grüße, ich hoffe, die Grüße kommen an und auch dir alles, alles Gute. So, zack. So. Und jetzt bin ich gespannt. Wir kommen jetzt zu der Geschichte. Hier unten, das ist Teil 2. Wie gesagt, hier oben ist Teil 1. Oh, jetzt habe ich den hier aufgemacht. Den lesen wir sowieso noch. Also, ich komme jetzt erstmal zu Teil 1 der Geschichte. Von Anne, oder ich weiß mal nicht, ob ich Anne oder Anne lesen soll. Bunnyburg. Geschichte mit Kelloggs, Teil 1. Es war einmal ein Kaddilein. Sie lebte zusammen mit ihren Hunden Hanni und Nanni und ihrem Prinzen Fabi im Königreich der Sepplinge. Alles begann im Dezember, genauer gesagt der 8. Dezember 2013. Habe ich das jetzt richtig? Das ist das Datum, mit dem wir gestartet haben. Aber ich gucke gerade.
Ich guck gerade, ob ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja, wir machen einfach mal weiter. An diesem... oh Gott, habe ich noch Wasser? Ja, ich habe noch einen Schluck. Oh, sorry. Meine dritte Tasse Wasser für heute. Ich bin stolz auf mich. So, an diesem Tag begaben sie sich auf eine lange Reise, die hoffentlich nie enden wird. Anfangs seppten Kadi auf ihrem edlen Ross Romero und Fabi mit Hanni und Nanni durch das Reich der Sepplinge. Zuerst landeten sie beim Portal des Spiels Elysia Online und racten um die Wette und groß, schön und das Schönste, was sie je gesehen haben, bis Day, Ellie und Michelle es einfach zerstörten. Was? Mit denen muss ich ein ernstes Wörtchen reden. Naja, sie machten sich nichts draus und begannen die Insel Njorvik zu retten. Ob sie es noch schaffen werden, das ist hier die Frage. Ja, ich bin gespannt. Sind wir dieses Mädchen? Oder diese Mädchen? Fabi, der Baum, was? Hoppala, da ist wohl was kaputt gegangen. Was machen wir denn bitte in Sims 4? Ah, das ist richtig cool. Weil wir sind quasi so in den Spielen drin. Das gefällt mir. Das ist eine saugute Idee. Okay, jetzt kommt Teil 2. So, von Kellogg's. Und ich habe gesagt, wir bauen uns einfach ein neues Schloss. Auf jeden Fall bauten sie sich dann ein Schloss. Schöner als das komische Pixel-Dings in Minecraft. Im Schloss bei einem romantischen Candlelight-Dinner bekam Romero auf einmal Flügel und flog davon. Doch was ist das? Kadi traute ihren Augen nicht und sah auf einmal Quitte, das Einhorn. Ah, ja, das passt zu ihr. Ah, die hatte bestimmt mehrere Hörnchen, so oft wie sie sich irgendwo angeschlagen hat. Fabis Reaktion darauf, oh, ein Pferd. Leider flog Quitte auf einmal auch weg. Allerdings ließ sie Cash da, Kadis neues Pferdchen. Nun leben sie glücklich, manchmal auch überanstrengend, als Familie im Schloss, im Reich ihrer treuen Sepplinge. Das ist ja voll süß. Das ist eigentlich wirklich gut zusammengefasst, so unsere Kernprojekte, sage ich mal, in chronologischer Reihenfolge. Das finde ich voll cool. Ich muss Fabi sagen, er soll die Postfolge gucken. Das ist voll knuffig. Die Geschichte haben Cassandra Kinglake und ich uns ausgedacht. Wir hoffen, sie gefällt dir. Cass konnte nicht noch was schreiben, weil der Brief zu voll war. Wir haben dich lieb. Liebe Grüße, Cass und Kellogg's. PS, schlaf gut, Kellogg's. Vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Da kommt auch gleich noch ein Brief dazu, den lese ich auch gleich direkt noch vor. Ich habe übrigens hier, da, ich weiß, oh, jetzt habe ich euch gehauen. Ich weiß nicht, ob man sieht, ich glaube nicht so gut. Jetzt habe ich auch schon wieder gehauen. Was ist los mit mir? Die habe ich von Kellogg's bekommen zum Geburtstag. Und ich wollte mich mal ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. So einem süßen Herzchen und K-Anhänger und die ist toll. Ich mag die Kette. Vielen Dank dir. Ich lasse das mal noch drin, dass ich das auch Fabi mal noch zeigen kann. So, genau. Und hier haben wir nämlich noch zur Geschichte. Den hatte ich nämlich auch schon mal kurz aufgemacht. Ja, wir saßen spätabends im Discord und haben uns die Geschichte ausgedacht. Allein das war schon witzig. Wir hoffen, dir hat die Geschichte gefallen. Damit wünschen wir dir noch einen wundervollen Tag. Liebe Grüße, Kellogg's und Cassie. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ich finde das echt total cool. Ich finde das sehr kreativ, auch wie ihr das geschrieben habt mit der Geschichte. An alle anderen, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wie hat euch denn die Geschichte gefallen? Ich finde es echt sehr, sehr cool, die Idee. Sehr, sehr cool. So, den hier nehme ich gerade schon mal raus. Und dann schreibe ich jetzt... nein, da schreibe ich jetzt was Eigenes. Bei Kelly und der Cassandra. Hi, Kellogg's. Endlich kam eure Geschichte dran. Auf jeden Fall... sehr kreativ und cool geschrieben. So.
Und jetzt noch mein obligatorisches Kadidina am Ende. Ich werde jetzt übrigens demnächst eine andere Tastatur haben. Eine etwas leisere. Ich denke mal, sie sollte leiser sein. So. Nicht mit Fragezeichen. So. Und der zweite Brief muss noch hierhin. Endlich kam eure Geschichte. Mal dran. Danke dafür. Sehr cool und kreativ geschrieben. So. Ja, ich bin jetzt Kadi mit einem D. So. Jetzt bin ich Donna. Verflixt. Wir haben Donners in der Community. Eine Donna kenne ich sogar persönlich von der Gamescom, aber mit Doppel-D geschrieben und nicht mit einem, wie ich es eben geschrieben habe. Kann ich nicht Cassie schreiben? Kann ich Cass schreiben? Was ist denn hier unangemessen? Du bist unangemessen. Also... oh Gott. Ja, machen wir mal noch weiter. Ich lese jetzt heute auf jeden Fall noch den Brief von der Nora und von der Fanny. Vielleicht schaffen wir auch noch den von der Emma. So, die Nora. Nora schreibt, hallo Dina, ich hab dich so lieb, ich schaue deine Videos sehr gerne. Kannst du die Leute grüßen? Natürlich kann ich das. Also, liebe Grüße an dich, Nora. Liebe Grüße auch an Leonie Waterlake und liebe Grüße auch an die Frosty Presidents. Frosty the Snowman, da 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 da. Ein bisschen haben wir ja noch hin. 3 Monate sind es noch. Dann ist Weihnachten schon wieder vorbei in genau 3 Monaten. Danke, liebe Grüße, Nora. Vielen, vielen lieben Dank dir für den Brief, Nora. So. Jetzt habe ich einen Ohrwurm davon. So, wir machen mal weiter mit dem Brief von der Fanny. Vielleicht lenkt mich das von meinem Ohrwurm ab. Die Fanny schreibt, hey Kadi, ich kann leider keine Herzen schreiben, aber fühl dich trotzdem geherzt. Herz zurück. Ich war letzten Sonntag beim Stahlgeflüster beim Stream mit dir. Allerdings habe ich dich nur mal kurz gesehen und danach im DSG. Leider wird das vermutlich das einzige Mal gewesen sein. Nicht aufgeben. Das klappt bestimmt immer mal wieder. Die Kamera ist heute total retarded. Sorry dafür. Grammatik? Egal, es sind Ferien. Genau, da kann man auch mal ein bisschen hirntot sein. Ich bin immer hirntot, von daher. Da ich nur kurz auf Server 1 war und jetzt wegen meinen Freunden und dem Club wieder auf Server 4 bin. Ah, okay, ah, ja gut, dann kann es natürlich sein, dass wir uns länger nicht mehr sehen. Aber die Freunde gehen definitiv immer vor. Definitiv. Am liebsten schaue ich natürlich SSO. Könntest du folgende Leute von mir grüßen? Natürlich. Liebe Grüße gehen raus an, ach, das ist deine Schwester, an die Anja Moonforce, auch an die besten Clubleiterin der Welt, an Louis und Melly. Liebe Grüße auch an den tollsten Club der Welt, die Eastern Rabbits. Ah, kleine Kaninchen. Alle meine anderen Freunde auf SSO. Meinst du BFF? Ich denke mal wahrscheinlich. Meine beste Freundin forever, Amelie, auch wenn sie das hier wahrscheinlich nicht sieht. Dich, Fabi, Hani und Nanni. Vielen, vielen lieben Dank dir und liebe Grüße auch an dich zurück, Fanny. Und danke auch für den lieben Brief. Herz, Herz, deine Franzi. Vielen, vielen lieben Dank dir. Ach, heißt du dann vielleicht Franziska? Franzi und Fanny ist ja gar nicht... Hä, warum habe ich jetzt nicht geschrieben? Franzi und Fanny ist ja gar nicht so weit auseinander. Ja, es gab leider keinen Namen, der irgendwie zu mir gepasst hätte. Ich glaube, Katharina gibt's, aber Katharina ist ja eigentlich viel länger als mein richtiger Name. So, komm, den Brief von der Emma, den machen wir noch. Von der Emma Dreamleaf, Traumlaub, das ist auch ein sehr cooler Nachname. Die Emma schreibt, hey Kadi, ich bin der zweite Account von Holly Stonefield und auch mal auf einem anderen Server zu sein. Aha, okay.
liebe deine Videos und mache immer einen Hüpfer, wenn du ein neues Video hochlädst. Liebe Grüße an Fabi, Hanni und Nanni und so weiter. Besonders an und so weiter werde ich die Grüße natürlich ausrichten. Du bist die Beste, mach weiter so. Liebe Grüße Holly, Emma, Annika. Vielen, vielen lieben Dank dir. Mit welchem Account bist du denn jetzt auf Server 1? Oder bist du überhaupt mit einem der Accounts auf Server 1? Kannst du das ja in den Kommentaren aufdröseln, mit welchem Account du auf welchem Server bist. Vielen, vielen lieben Dank dir für den Brief, Annika. So, zack. Gut. So, die zeige ich gleich Fabi noch. Okay, also. Ich blende jetzt nochmal das Bild ein vom letzten Leveln. Das haben wir in Vorpinter beendet. Da wird übrigens sehr wahrscheinlich auch kommenden Sonntag das Leveln enden, da ich Sonntag recht spontan in den Stall fahre. Und ich dann sehr wahrscheinlich mal noch das zweite Pferd von Cashs Besitzerin reiten werde, weil er jetzt endlich wieder fit ist. Tatsächlich nach einem Jahr Ausfall. Das ist schon richtig krass. Und das heißt, dass der Stream da wahrscheinlich auch wieder nur eine Stunde lang gehen wird, weil ich einfach das zeitlich nicht anders hinbekomme. Aber ich hoffe auf euer Verständnis und bin da eigentlich auch recht zuversichtlich. Ja, nachher kommen dann wie gesagt noch die News und dann bin ich mal gespannt, was sich hinter dem Streifenhörnchenbild verbirgt. Und das werden wir dann morgen bzw. nachher noch erfahren und uns morgen im Detail anschauen. Also dann, danke fürs Zuschauen, danke für die Briefe und die richtig coole Geschichte. Und damit macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!